top. 'Cause if I had a clutch on a Magnum. Hallo und Servus, liebe Automobilfreunde. Heute zeige ich euch, wie ich den Schriftzug von Hyundai Kona N entferne. Es ist sehr leicht und ohne Kratzer entfernbar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Mit dem Heißluftföhn die Buchstaben erwärmen, dabei Obacht geben und nicht den Föhn lange an einer Stelle halten. Durch das Erwärmen der Buchstaben löst sich der Kleber von alleine. Ab und zu kontrolliere ich die Lackoberfläche auf Temperatur, damit es nicht zu heiß wird und den Lack schädigt. So, jetzt sind die Buchstaben alle ab. Aber ich habe Klebereste, das muss natürlich entfernt werden. Das ist ein Aufklebeentferner, Radiererscheibe, für restloses Entfernen von Kleberresten aller Art. Das funktioniert mit der Scheibe einwandfrei. Kostet bei eBay so circa 10 Euro. Die Scheibe blende ich euch unten links ein. Also beim Radieren von Kleberresten keine Sorge, das schädigt den Lack definitiv nicht. Nach dem Radieren einfach mit Glasreiniger die Oberfläche reinigen. Und was sagt ihr dazu? Schaut doch gut aus. Sollen weitere Videos vom Hyundai Kona N kommen? Schreibt es bitte in die Kommentare. So kann man den Schriftzug vom Auto auch entfernen. Aber ich rate es euch ab. Funktioniert aber bestimmt schneller. Also, so schaut das Ergebnis aus. Ich denke, das kann sich definitiv sehen lassen. Ohne einen einzigen Kratzer den Schriftzug vom Auto entfernt. Oder was sagt ihr dazu? Was mir gerade noch einfällt. Wenn ihr mir noch nicht folgt, ganz unter uns, ein Abo bei YouTube ist kostenlos. Ich freue mich auf Likes und Kommentare. Bis bald, euer Team Füssel.